Tipp-Tutorial. Welche Titel finde ich im TIB-Portal? Wenn Sie im TIB-Portal recherchieren, durchsuchen Sie mehr als 120 Millionen Datensätze. Wir wollen Ihnen in diesem kurzen Tutorial zeigen, woraus sich diese Menge zusammensetzt und wie Sie die Suche auf bestimmte Teilmengen beschränken. Wenn Sie Literatur zum Thema Geschichte der Architektur Italiens suchen, erhalten Sie auf Anhieb über 1400 Treffer. Um was für Publikationen es sich handelt, erkennen Sie an den Symbolen in der Trefferanzeige. Wenn Sie mit dem Mauszeiger das Symbol berühren, erhalten Sie noch genauere Informationen. Welche Publikationsarten Sie mit Ihrer Suchanfrage insgesamt gefunden haben, zeigt Ihnen die Filterkategorie Medientyp. Sie können den Filter verwenden, um Ihre Suche auf bestimmte Publikationsarten einzuschränken, zum Beispiel auf Bücher. Diese Auswahl können Sie mit einem Klick auch wieder aufheben. Eine weitere Filterkategorie ist die sogenannte Datenquelle. Eine Besonderheit des TIB-Portals besteht darin, dass Sie in einem sehr großen Datenbestand recherchieren. Nur ein Teil der bei einer Suche gefundenen Treffer besteht aus Büchern und Zeitschriften, die die TIB selbst gekauft und verzeichnet hat. Dieser Bestand ist als TIB-CAT, also TIB-Katalog, ausgewiesen. Sie können Ihre Suche von vornherein auf diesen Bestand eingrenzen, indem Sie ein Häkchen bei "Nur im Katalog der TIB suchen" setzen. Wie Sie an der Filterkategorie Datenquelle sehen, haben wir aber noch viele weitere Anbieter in unsere Datenbank integriert, die Treffer aus überwiegend technischen und naturwissenschaftlichen Fächern liefern. Der Bestand Online Contents zum Beispiel liefert Daten zu Zeitschriftenaufsätzen, die die TIB selbst nicht erfasst, die für Ihre Suche aber eine wertvolle Ergänzung sein können. Über Verlinkungen gelangen Sie im TIB-Portal zunächst zum Aufsatz. Dann können Sie über Campus-Lizenz prüfen, checken, ob die TIB die elektronische Ausgabe des Aufsatzes besitzt. Ist das nicht der Fall, können Sie über Nachweis Campus LUH prüfen, ob die gedruckte Zeitschrift, in der der Aufsatz erschienen ist, in der TIB vorhanden ist. Wenn dem so ist, können Sie das entsprechende Heft über unser Bestellformular für nicht verleihbare Medien bestellen. Alternativ zur Heftbestellung können Angehörige der Leibniz-Universität Hannover sich den Aufsatz über den Button Kopie bestellen für 2 Euro an ihre E-Mail-Adresse bestellen. Weiterhin sind viele Sammlungen digitaler Volltexte enthalten, die Ihnen den unmittelbaren Zugriff auf die Veröffentlichungen bieten. Durch Klicks zuerst auf den Titel und dann auf den Button Download werden Sie zu Seiten geleitet, wo Sie den Volltext herunterladen können. Durch die Vielfalt der auf diese Weise im TIB-Portal verzeichneten Publikationen kann es allerdings im Einzelfall vorkommen, dass die TIB den angezeigten Titel nicht im Bestand führt. Dies wird zum Beispiel durch den Button Anfrageverfügbarkeit LUH dargestellt, der unter anderem dann generiert wird, wenn keine Campus-Lizenz ermittelt werden konnte. Wenn Sie das dargestellte Formular absenden, prüfen wir für Sie Bestands- und Beschaffungsmöglichkeiten und antworten Ihnen per Mail.